Leute, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Weihnachtsspecial von euren Lappen. Mit dabei Futur, Marius und Lappenkegel B, Markus. Juhu, ich hab gerade das Bild minimiert, weil ich Scheiße gemacht habe. Aber egal, jetzt geht's los. Stopfen wir hier noch einen Kuchen, und zwar spielen wir heute die Adventure Map An Awakening. Die Settings wurden überprüft, wir sind alle bereit und gespannt, und ich starte das Spiel. Juhu, gebeamt. Boah. Andy. What the fuck? Power. Hello. Hello. Is this thing on? Ah, yes. Hello there. Geiler My name Scheiß. Is Nicholas. St. Nick, Father Christmas, Santa Baby, or whatever it is they call me these days. I have awakened you, my dear elf, for a very special mission of great magnitude. You must save Christmas. Ach, so ein geiler Scheiß ist das denn? Circumstances means I won't be able to join you, but don't worry. So on your way to the factory. At this point I should mention that you may encounter, let's say, a few hostile elves. But if this happens, you can always head to the Ice Kingdom shop. Anyway, I should be off now. Best of luck. I'm counting on you to save Christmas. What the fuck? Okay Leute, das ist schon ein ziemlich geiler Beginn. Und wir sind hier, um Weihnachten zu retten. Ja, hat man... What the fuck? Ne. Oh, Ausrüstung. Oh, ich habe 3 Candies bekommen. Sind es Leben von uns? Oh, geil. Ich habe eine Elfenhose. Oh, ich Standard Elfenhose. Ich habe noch eine Jacke. Braucht ihr mir noch eine Jacke? Ja, ich... Bitte schön. Futur snackt erst einmal alles doppelt hier. Hast du auch? Ja, hier, bitte. Kriegst du auch. Ja, gut. Dann können wir nämlich hier einmal... Alter, die Musik ist schon mal richtig geil. Ja, die ist angenehm. Besser als die Original. Power Santas sind die öffentliche... Ja, Energie für alle. Wir öffnen diese Energie... Wir benutzen diese Energie, um Dinge zu öffnen. Das ist irgendwie ziemlich einfach. You can play... Du kannst diese überall hinsetzen und... Sie werden Dinge öffnen. Oder Dinge laden. Icy Kingdom Shop. Ah, what the fuck? Kingdom Shop. Ja, tretet mal drauf. Blub. Alter Schalter. Ich glaube, manche Leute haben echt Langeweile. Hä, was ist jetzt? Genau Ice Kingdom da. Shop. Hä? Ja, dann dreht nochmal drauf. Ah. Ja, weil ich vor dir drauf war. Deswegen, du hast mich geportet. Okay, das heißt, irgendwie ich denke mal hier, wenn wir Sachen für Candies kaufen können. Gerne. 5 Attack Damage. Ja, 50 Candies, ist klar. 250 Candies, 350 Candies, 500 Candies. Also ich glaube, die Werbung muss es dann gut geben. Was kostet 500 die? 500 Candies. 1250 Candies. Yo, läuft bei denen. Alter, oh, das wäre geil, das will ich. Forever Keep, dann hier noch eine Ender Chest. Und ich würde sagen, back to previous location. Jetzt. Und hier läuft gleich wieder die Musik, saugeil. Schön gemacht, schön gemacht. Ja, ja. Ich würde sagen, er hat uns ja noch gar nicht gesagt, wo wir hin müssen, ne? Ich würde sagen, wir checken jetzt einfach mal die Häuser hier der Reihe nach ab. Wir gehen raus und gehen hier erstmal ins erste Haus rein. Markus, komm mal. Jeder von euch rennt einfach woanders hin. Das hier ist das erste Haus. Ah, das sind die Schilder. Okay, Schilder sind immer gut. Mein Closen, wir Dekimatech Close, du... Ist das, glaube ich, Spanisch? Chests öffnen, das gibt Candies. Oh, ich habe einen Power Santa gefunden von 3. Und ich habe eine bessere Hose gefunden, weißt du, die ist meine. Mir was sagen, ich darf nicht immer überall gleich draufdrücken, aber selber gleich draufdrücken. Hä, ich habe die Chest geöffnet. Ja, ja. Da hinten ist noch eine Tür. Die haben am Anfang Punkte dafür bekommen, also öffne ich die immer, die Chest, weil da kriegen wir Candies dafür. Schaut mal an. Kürbiskuchen. Warum hat Futur jetzt eigentlich 23 Candies und wir bei den nur 13? Weil ich daneben dran gestanden bin, wo du das aufgemacht hast, und ich habe die 10 Candies gekriegt. Oh, Cheater. Kriegt einfach meine Candies. Hauptbuch. Hey! Alter, macht mal einen Ofen auf. Macht mal einen Ofen auf, wie geil das aussieht. Ich weiß, ich habe da die Candy... ich habe mehr Kuchen geholt. Kürbiskuchen. Okay, wo seid ihr jetzt denn? Wir sollten zusammenbleiben. Village Hall. Hier ist ein Buch für dich. Village Hall, okay. Minutes, also Minuten. Minuten, okay, ja, Minuten. Da darfst du. Ja, ja. Wir sollen irgendwie... Wir brauchen irgendwas mit Melonen.
Hab ich. Wir brauchen eine. 3 Power Santas. Haben wir nicht. Markus, hast du noch einen einstecken? Ne. Sicher? Und wir brauchen einen Candy Cane Tree, um zu Dorf 27 zu kommen. Da hinten ist noch eine Kiste. Ja, hier ist eine Kiste, Leute. Hahaha, 3 Candies. Jetzt haben sie wieder alle bekommen, oder was? Jetzt haben sie auch wieder alle bekommen. Was waren das vorhin? Ja, Special Candies. Futur snackt sich hier die Special Candies. Moment. Stehen bleiben. Ja, die Best Melon Grower. Oh geil, ich krieg ein Schwert. Ich hab noch ein Buch für dich. Nochmal ein Buch. Wir sollten zusammen bleiben. Markus, du bist schon wieder da drüben irgendwie. Ja, ich hab hier Candy-Punkte gesammelt. Hier ist ein Buch für dich. Also hier steht gerade drin, wir sollten zurück zum Ofen. Da waren wir ja schon. Da hast du ja deinen Kuchen herbekommen, oder? Ja, 2 Stück. 2 Kürbiskuchen. Oh. Und die Santas sind dafür da, um die Stadt hier sicher zu halten. Irgendjemand öffnet schon wieder Truhen. Ich nicht. Okay, und wir haben eine Truhe. Wir haben wieder eine Anweisung bekommen und zwar... Habt ihr auch ein Buch bekommen, ne? Gekriegt, gegeben, ne? Also auf dem Weg gelegen. Hier ist noch ein zweites. Das ist jetzt 2 Channel und... Das heißt... Okay, jetzt kannst du weiter reden. So, hier ist wieder ein Buch, ey. Brad. Und Channel hast du auch bekommen von mir. Just Brain All... Okay, altes Buch. Was? Journal? Journal? Oh, ja. Okay. Irgendwas über seinen Nachbarn. Und er mag keine Melonen, also überhaupt keine Melonen. Und er ist irgendwie komplett Weirodo, was auch immer Weirodo ist. Keine Melonen mögen, was ist falsch mit diesen Leuten? Ah, das ist gut. Wir müssen eigentlich nur immer die letzte Seite lesen, sehe ich gerade, um die Aufnahme zu setzen, weil da steht immer Note to Self. Okay, Nachricht an uns. Denkt dran, mehr Melonen zu kaufen. Gut. Ich habe eine Best Trophy, Best Melon Grower Trophy. Kannst du nicht? Ja, öffne. Da hier oben können wir nicht öffnen, weil da ein Block drüber ist. Da ist nichts drin, aber was ist das eigentlich für ein Schwert? Stone Sword. Ich gehe mal in den Leuchtturm. Da hüben nochmal, das war hier erstmal. Das ist eine Leuchtturm. Zuckerstange. Das ist kein Leuchtturm. Gehen wir erstmal da rein. Hier. Da war ich schon durch. Das Sven, da war ich schon, ne? Aber hinten dran sind noch Häuser. Ja, da war ich noch nicht. Ja, okay, dann lassen wir die abchecken. Melons. Melons ist gut. Washing Table. Ich habe auch Melons. Noch mehr Candies. Ja, wir müssen ja wirklich alle Häuser abchecken, um eben Candies zu bekommen. Und ich feiere jetzt schon die Musik. Ich feiere echt die Musik, Leute. Yeah. Meins. Ein Power Center. Jo, noch ein Power und Buch. Wir haben Buch. Noch nicht. Ja, deshalb ich stand neben dir. Shoppinglist. Oh, unsere Essens-Shoppingliste ist Melone, 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 Melone. Soll ich weitermachen oder reicht es euch? Dann, ja, zweite denke, Seite geht weiter mit extra Melone und Melone. Also Melone ist ein hier heiß begehrt. Moment, hier ist was passiert, oder? Ja, das ist immer so. Das ist, damit wir die Punkte kriegen. Achso, da kommen bestimmt irgendeine Pisten auf. Nee, das ist einfach nur, ja, ein Pisten, oder? Der an Dingsblock unten geht, an den Command-Block. Hä? Warum habt ihr jetzt eigentlich beide schon 44 und ich bin immer noch bei 34? Nur weil ihr immer vorrennt, das ist der Aufnahmenachteil, ich merk schon. Nee. Hä? Was? Ich hab auch wieder was gekriegt. Ah, jetzt haben wir The Train bekommen. Jetzt haben wir die Aufgabe erst bekommen. Wir müssen die 3 Power Santas finden. Und hier dran stecken. Also, der Zug hat keine Energie mehr. Wir müssen die 3 Power Santas im Dorf finden. Um dem hier wie... Ich habe auch einen. Dann die müssen wir hier dran setzen. Hier. Da oben ist noch ein Kran. Power Santa has been activated. Was ist wo? Oben ist noch ein Kran. Ja, da oben ist noch ein Haus. Da kommen wir noch. Ja, lasst halt mal das Haus hier von dem Bahntypen nehmen. Ich wette, da ist noch was drinnen. Oh, so da. Power Center. Ja, gut. Und hier ist gar nichts. Oder was? Aber ich will gerne mal zum Kran da hoch noch. Da können wir nicht. Power Center. Ja, aber warte, ich will erst zu dem Baum hoch. Bei dem Kran. Markus hat jetzt einfach schon 54 hier, ey. Ja, ist klar. Er kann sich jetzt irgendwas kaufen im Shop. Ja, der kann sich diesen Knockback-Stab holen. Ja, cool, das ist ja der mehr Leben gibt und mehr Bewegungsgeschwindigkeit und so. Das macht man den letzten Bauersand dahin und dann lasst uns Zug fahren oder ist da hinten noch irgendwas? Oh, nö, ich hätte jetzt geguckt, ob es noch irgendwo Candies gibt. Also ich glaube, ich muss jetzt mal was essen. Ich habe ja hier Brot.
hab ich dir gegeben. Ein leckeres, oh, Alter, ich, das Stollen, das, hä, wo? An dir der Elf. Ja, Markus, ist klar. Er hat, ich hab ein Bild. Ja, du hast so eine von den Elfen gefunden. Alter, der ist so ein Cheater. Aber wir haben alle 10 bekommen. Wir haben alle 10 bekommen. Trotzdem. Echt geil, wenn du. Und jetzt esse ich mal Melonen, weil sonst glaube ich... Na, wobei, ich esse noch keine Melonen. War hier nicht auch irgendwo so ein Weihnachts... Ich will jetzt noch so hoch, Jungs. Ich will da hoch noch geschwind. Oh. Rechts sind noch Häuser oben. Hä? Da hüben. Da das eine da... Ah, da... Ja, da kommen wir nirgends hin. Kommen wir da nicht hoch? Ne, das stimmt. Also ich glaube, ich habe einen Weg, aber ob der so offiziell ist... Wenn es Candies gibt, ist es scheißegal. Es gibt Geld. Ja, wenn es Candies gibt, ist offiziell. Candies. Aber noch habe ich keine Candies. Aber schaut an, ich komme immer höher hier. Also zu dem einen Haus hier komme ich hin. Bei dem ersten bin ich, Foto, aber ich glaube, ich komme nicht zu dem Haus direkt. Ich bin direkt drunter. Was ist das für eine Verarsche? Da bin ich doch auch, ich bin sogar über dir. Ja, aber ich will das Schweinchen. Gut, dann gehen wir weiter, komm. Okay. Ich habe noch Fleisch gefunden. Du rülpst. Ja. Markus? Jetzt kriegen auch noch die... Wer kann, der kann. Wo bist du, Markus? Ich bin... Lass mal wieder alle beim Zug treffen. Jo. Ja, wir sind auch da. So, oh, setz mal den letzten Power Switch noch. What the fuck? Lol. Wir müssen in den Zug rein und die Maschinen anschalten. Ja, darf warte ich, aber bis ich, alle da sind. Warte, bis alle da sind. Markus steht noch irgendwie davor. Mach das. Alle einsteigen. Kommst du auch noch mit rein? Gesichtskontrolle, du nicht. Da macht ein Knopf Geräusche. Ja. Gesichtskontrolle, du nicht. Geräusche machen alle Knöpfe. Okay, lass losfahren. What the fucks? Alter. What? Quick. Oh dear. Well, it seems you've run into a bit of a melon. You see what I did there? Well, anyway, my dear elf, the future of Christmas rests in the balance, so you must find a way through. Once you've done it, I'll be sure to assist you in the factory. Best of luck. Can't stay long, you see. Remember, the future of Christmas lies with you. Da stand, du sollst rausspringen. Ja. Und jetzt lasst mal zum Shop gehen, weil wir haben alle 100 Candies bekommen. Oh. Ja, toll, Foto. Hä, jetzt wurde keiner geportet. Was das für eine Scheiße? Das war ich jetzt. Sorry, Marco, jetzt wird Foto. Ich will auch endlich, danke. Was kaufe ich? Ja, weil wir haben jetzt alle 100 Candies bekommen für den Abschluss des ersten Kapitels. Ja, aber das schaffst du locker, dieses mega Hardcore-Shirt zu bekommen. Nein. Locker, das schaffst du locker ein paar Kapitel. Ja, du darfst halt nicht die ganze Zeit dieses andere Zeug kaufen. Ja. Ich glaube, selbst wenn du das kaufst, kriegst. Aber ich hole mir jetzt nur diesen Frozen Battery. Weil er 5 Attack Damage hat, genauso wie mein Schwert quasi, aber der geht nicht kaputt, weil es ein Stock ist. Und ein Schwert geht kaputt und der gibt mehr Leben und mehr Geschwindigkeit, also hole ich mir den. Ich hab ihn schon. Ich habe ihn nicht bekommen. Auch habe ich ihn. Ah, jetzt habe ich ihn auch bekommen. Markus will ihn nicht holen, oder was? What the fuck, du bist ja... Alter, Markus, das ist scheiße, wenn du ihn dir nicht holst. Vergleich mal, wie ich jetzt lauf. Und jetzt nehme ich den Stock in die Hand. Aber wenn du ihn nicht hast, hast du einfach keine Chance mehr. Du kriegst auch mehr Leben. Mehr Leben und mehr Geschwindigkeit. Er isst die Melonen. Oh yeah, jetzt geht's mir wieder gut. Ist das der? Ja. Da. Und jetzt müssen wir die Melonen brechen? Ne, wir müssen einen Weg durchfinden, soweit ich jetzt verstanden habe, oder? Also Markus hat gesagt, dass wir einen Weg hier durchfinden müssen. Moment, jump your way to the block, Blockade. Durch die springen hier. Hier. Lianen hinten dran. Du kannst hier hochklettern. Das ist ein Jumping Run. Oh, ich kann gar kein Jumpen wollen. Okay, ich bin durch. Ja. Hier hinten ist schon vorbei. Ihr müsst nur diese 2 Sprünge schaffen. Juhu. Markus verkackt. Futur, ist das Ding geil? What the? Weiß nicht, sag du es mir. Du hast mich gar nicht mit dem Start geschlagen. Mist, hätte ich das gemacht, wärst du weitergeflogen. Ja, und vor allem... macht der Stab halt einfach 5 Damage und deine Faust nur 1. Du hast mehr Leben, vor allem.
Ja, du hast mehr Leben und mehr Geschwindigkeit. Also ich würde an eurer Stelle die ganze Zeit den Stab in der Hand lassen, wenn ihr nichts anderes braucht. Einfach nur wegen der Geschwindigkeit und dem Leben. Wie Alter, ja. Haben wir es jetzt verkackt? Ah ne, ich glaube von hier aus schaffst du es rüber. Oder? Nein, schafft man nicht. Ah, hier kommt man. Ja, hier kommt man rüber. Nein, kommst du nicht? Doch, ich bin oben. Ja, Futter, hau rein. Hallo. Fuck. Are you kidding me? It's still blocked. Jetzt müssen wir einen Weg durch den gefrorenen See finden. Da unten durch. Jetzt wartet mal. Ja, warte mal, warte mal. Markus, komm mal nochmal hoch jetzt da. Du kannst nicht einfach ins Eiswasser springen alleine. Sowas macht man im Team. Boah, Futter, du musst rennen. Ja. Mit Steuerung. Halt Steuerung fest, dann rennst du. Und nimm den Stab in die Hand, dann kannst du weiter springen. Rennen, Steuerung festhalten. Ich hab doch W. Ja, Doppel-W oder Steuerung festhalten. Wenn du Steuerung festhaltest, rennst du. Das 1.8 Feature. Ja, jetzt. Markus hat schon verkackt. Nein, wir müssen da unten durch. Ach, fuck. Alle ins Eiswasser. Und am besten nicht ersticken unterwegs. Hier geht's auch rechts rum. Ich glaube, hier rechts ist irgendwas, sonst wäre hier nicht... Ich geht immer gerade aus. Hier oben ist eine... Tauchstation, glaube ich. Ich habe eine Sackgasse. Fuck that. Und dann kann man nicht. Fuck it. Lass doch mal zum Anfang alle zurück. Oh nein, ich komme nicht durch. Ich überlebe es. Glaube ich. Oh, ich habe überlebt. Oh, aber ja. Gerade so mit zwei Leben. Ich habe noch... Na, vier. Herzen habe ich noch. Aber ich bin hart am Hungern die ganze Zeit. Ja. Ich auch, Alter. Ich muss erstmal regenerieren. Alter. Dann sucht derweil den Weg. Oh nein, ich verhungere. Ich hätte hier nicht unten anfangen sollen, Comments zu machen. Nein, Mama. Mama. Nein. 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 Einer B. Schreck ertrank. Oh, er ist ja nicht da. Bitches. Aber jetzt habe ich wieder volles Essen. Alter, du hungerst hier echt übel. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist. Alter, hier sind einfach so viele Scheißwege. Also rechtsrum nicht? Also linksrum? Ich bin jetzt hier rechtsrum. No. Sackgasse, das ist unser Leben gewesen. Es muss doch sein, dass du hier irgendwo Luft kriegst. Ja, ich schaff's. Ah, gut, da, bei Futter ist der Ausgang. Aber er trinkt auch noch. Nein! Alle tot außer Futter, aber ich kenne den Weg jetzt. Ich kenne den Weg. Ein Leben, aber ich habe kein Essen mehr. Ein Leben. Ja, komm, ich kenne den Weg jetzt. Ich habe ihn auch gesehen, aber ich bin direkt davor verreckt. Und ich dachte, Futter verreckt auch noch. Komm schon hoch da. Schwimm. Ich fang schon wieder an zu sterben. Nein, Mama. Ja, dass du stirbst. Auch rechts ist Leben eigentlich. Schwimm. Ja. Double Jump. Hey, da unten ist, ja, da unten ist eine Chest. Mal jemand ich hol die essen, Chest. Ich hab nur Bilder und Essen. Wir haben kein Essen mehr. Ich habe nichts mehr. Warte. Egal, ich riskiere jetzt mein scheiß Leben für diese Chest. Ich riskiere mein scheiß Leben für diese Chest, Leute. Jetzt hätte ich Chest Time. Iron Sword und eine Iron Rüstung und was zu essen und ein Buch. Gib mal das Essen her. Ich verreck gleich. Schön. Du hast nur 18 HP. Ja. Ich muss hier aber erstmal raus, bevor ich hier irgendwas tue. Jetzt essen. Die Iron Rüstung kannst du mir auch rüberschmeißen. Ich bin jetzt mal so fern, gibt dir Essen. Dadurch, dass ich schon die gute Hose habe, kriegt Markus die gute Rüstung. Yeah. Mafuto hat mir von mir Essen gekriegt. Langt nicht. Das Schwert hat jetzt einen Attack von 6. Es reicht nicht, ich heile. Ich hab nichts mehr. Ich habe auch nicht genug für mich. Ah, doch, ich hab nicht mehr genug für mich. Ich regeneriere mich. Okay, da unten warum hat er gesagt, da unten wird es bestimmt niemals irgendjemand finden. Achtung, Angriff. Gegner. Oh. Was? Alter, sind die stark. Ich hole dich hier. Du bist in meinen Steig reingelaufen. Alter, ich kann nicht stark. Boah, die stöhnen, Alter. Das Fleisch, ja, super. Alter, das Speed-Ding ist schon verdammt geil mit dem Speed-Bonus. Hey, was war das jetzt? Klar, war hinter uns. What? Türme. Aua. Alter, das sind Scharfschützentürme, Alter. Nein, die hab ich erwischt. Scharfschützentürme. Wir müssen sie ausschalten. What the fuck it? Alter, du kannst sie nicht ausschalten, wenn du sie schlägst, kriegst du Damage. Nein,
Wenn du sie schlägst, kriegst du Schaden. Ne, ich hab die zerstört. Ich bin tot. Slam der Guardian, Alter. What the fuck's sake? Ich muss hier weg. Gleich wurde ich geaimt. Hä? Wie schaffst du das denn zu töten? Von hinten ging es nicht. Die zu töten halt einfach, oder? Ich konnte sie nicht schlagen von hinten, es ging nicht. Oh, Fisch. Ist aber nichts. Das da, das da, das da. Ja, da ist nirgends sowas drauf, ich hab schon alles abgesucht. Oh. Muss die Melanz essen. Was ist das? Kann ich? Push-Button. Oh, verpiss dich. Aber nicht spoilern. Aufnahme muss zuerst sagen. Also wenn ihr jetzt durchfahrt und kommt irgendwas cooles, nicht spoilern. Markus setzt sich rein. What the? Was für Hell, gell? What the? What the? What? Alter. Alter. What the? What the? Alter, what the? Ey, da war jemand echt verdammt langweilig. Alter. Alter. Oh, lol. Marvelous! You made it to the factory! Dot Dot, what are you doing? Explore! Take a look around my exquisite factory, young elf. Although, try not to touch the self-destruct button now. You need to make your way. Oh, just ferrets. Nothing to be worried about. Right, where was I? Ah, yes. You need to get one of the power cores back online. The generators are located upstairs, but unfortunately the stairs no longer exist. Come along then, you have business to attend to. Remember, my dear elf. Wow. Ich töte dich, dann hast du wieder volles Essen, Markus. Okay. Also, hab schon volles Essen, aber also irgendwie hatte der Weihnachtsmann gerade irgendwelche Störungen und wir sollen jetzt ja irgendwie zurück an unsere Arbeit, hat er gesagt. Ja, wir brauchen aber nichts kaufen, wir haben noch alles. Ja, ich würde sagen, wir sparen auf dieses Megaschwert. Wie viel waren das? 500? 1250. 1250. Oh. Ich weiß vom Wesen, ne? Würde ich sagen. Und du gib die Bücher. Ich kann ja mal wieder ein paar Bücher hier zurücklegen. Schaut mal rein in die Chest, ich habe ein paar Bücher losgeworden. Moment, Moment, hier ist mein... Mal, was hier kommt. What the ja, du sollst mir bitte nur die neuen geben. Das ist ja jedes Mal das Neue, das Gleiche. Echt? Ja, Naughty Nice List. Naughty, 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 Naughty. Und ein Buch ist anders irgendwie. Naughty, 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 Nice. Naughty, Naughty, Naughty. Okay. Die Bücher waren mal richtig geil. Gut, dann weg mit. Hab ich schon, Boah, Markus, du Pisser. Weiße Stiefel, ja. Ja, weil ihr immer die Chest öffnen müsst, wenn ich noch lese. Darum habt ihr immer die ganzen guten Punkte. Da, Chest, oder? Nein. Ich hab Chain Boots gefunden, die jetzt irgendjemand weggenommen hat. Da, ja, ich. Hier, Futur, hinter dir. Vor allem, ich hab sie gefunden und Markus snackt sie. Also, ja, jetzt hab's. VIP-Rooms, der ist meine Kiste, meine Kiste. Was? Ja, wir können das ja wieder aufteilen. Golden Apfel! Da unten ist ein geiles Feuer. Hey, what the fuck war das jetzt? Wenn, bleib mal stehen. Ja, ich stehe. Das ist Markus. Na gut, dann renn halt weg. Oh ja, Essen, Alter. Geil. Alle voll am Abwürzen. Ja. Geht's weiter? Steht da. Hä? Das sind ja Türen. Sorting for presents for so to sort. Ah, sie schicken verpackt. Health and safety, watch your fingers. Also, Achtung und so. Können wir hier durch, ja? Ja, ja. Was ist hier in diesem Voll-Dings da? Okay, da können wir nicht rein. Elf Notice. Sort tubes open with power. Present one down the tubes and sorting area. Irgendwie glaube ich, dass wir Energie wieder hier hinfügen müssen. Hm, irgendwie steht das hier alles ziemlich schnell. Ja, hier. Elf Notice. Sort. Achso, das hast du gerade vorgelesen, ne? Ja. Close for mine. Ha, ich habe eine Chest. Wrapping room. Christmas Spirit habe ich gefunden. Kopfwebs und was zu essen. Was auch immer ein Christmas Spirit ist, das ist glaube ich ein Netas-Stern. No to fixer, please fix this.
Closed for maintenance. Wir müssen irgendwas reparieren. Irgendwas hier ist geschlossen. Die große Tür ist geschlossen aufgrund von Umbauarbeiten. Hier können wir hoch, Leute. Das wird wieder ein Jumpy, denke ich. Nein! Oh nee, ich wette, es wird ein Jumpy über die... Oh nö. Die ja Laufbänder. Gut, Jump'n'Run ist ja nicht verkehrt, aber mit dem Scheiß Nahrung ist ja auch kacke. Warum? Solange du keinen Schaden kriegst? Ich glaube, wir müssen da hinten hin. Ich schwör, wir müssen hier drüber. Bringt ja nichts, da vorne sind ja schon die Blöcke. Ja, aber die kannst du, soweit ich weiß, auch so drüber hoppen. Nein, weil das ist zu niedrig. Dann von da? Natürlich, da geht's. Du musst in die Sorting Tubes rein. Da kommen wir leichter rein. Ja, wie? Auf der anderen Seite. Ah, ja, okay, ich hab's auch gar gesehen. Da. Okay, man hätte es wahrscheinlich auch über den langen Weg machen können. Das ist eine Kiste. Ja, die hatte ich schon. Okay. Ja, aber Spinnennetz hast du vergessen. Ja. Kann wichtig werden. Ja, als Verteidigungsmittel vielleicht. Ich glaube, hier will ich nicht reinhüpfen. Wirklich nicht? Ich glaube, hier will ich auch nicht reinhüpfen. Nein! What? What? Ja. Ich wurde jetzt hinterher geportet. Hä? Futter hüpft ins Loch und auf einmal war ich ins Loch geportet. Und bin auch tot. Was ist da jetzt bitte die Logik? Ich wette, man muss ins dritte Loch rein. Also ins erste. Ja, glaube ich auch. Da muss Jump'n'Run, ja genau, hier hinten musst du jumpen. Ah, da nach oben. Wir müssen da nach oben, nicht in die Sorting Machines. Man kann hier hoch. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ja, ist klar. Nein! Ich hab das schon, ich hab's ja vorhin gesagt, da kann man hoch. Echt? Aber ja. Okay, ich sollte lieber das Weithüpfschwert weglegen, weil ich bin ohne besser. Ah ja. Das wird schön. Ja, wer ist ganz vorne? Wer ist ganz vorne? Weil du als erst gesehen hast. Nein, Markus. Oh, los! Wer ist ganz hinten? Wer ist ganz hinten? Wer ich, ganz weil hinten? Ich als erstes gesehen habe, okay? Und jetzt? Ja, ihr müsst weiter hoch. Und ich habe gefailt. Ja, ich muss ja gucken, wo ich hinschaue. Meinst du, ich chill hier unten nur so aus Gag, oder was? Alter. Hast ja, natürlich, jetzt hast du noch einen Block über dem Kopf. Ja, natürlich hast du da oben einen Block über dem Kopf. Hast du gefailt, oder was? Ja, Mann. Alter, Scheiße. Futo hat's geschafft, oder was? Ja. Ihr habt's beide geschafft. Ja, erste Versuch, Sack, Alter. Jawohl, Mann. Ja, das findet noch. Alter. Ich hab's nicht geschafft, in das einzige scheiß Loch zu hüpfen, was es hier gab. Truhen. Hä? Boah, das ist Paper. Wo muss ich jetzt hier hin? Truhen, noch mehr Truhen, ganz viele. Achso, ich hüpfe falsch, oder? Boah. Ja, ich bin auf dem falschen Block gehüpft. Darum bin ich vorhin gefailt. Ich bin in den falschen Weg gehüpft. Nice. Ich muss eigentlich hier rüber. Geil, ich hab ne... Hose, Alter. Boah, okay, war das knapp. Ich hab ein Halo-O-Splash. Alter, was ist das für eine Verarsche? Hier drüben Moment, steht Moment, Sven. Da hinten ist ein Knopf, wenn du da drauf drückst, heißt Run Away. Also, da musst du wegrennen. Irgendwas sprengen wir da in die Luft. Factory ja, Floor Run Away. Ja, ich drück nirgends drauf, ohne dass vor alle da sind. Darf ich drauf drücken? Power Core. Hallo, das hier kann man, geht glaube ich auch. Ja, hier, Leute. Ich drück mal auf den Knopf. Nein, du drückst nicht auf den Knopf. Warum? Wir sind doch jetzt alle da. Wir können damit wieder... Ja, aber zum Schluss ist hier wieder so eine Bonus-Chest. Und da hinten werden wir weggeportet, weißt du? Weil hier kommen wir wieder zurück. Auch. Hier kommen wir wieder zurück. Oh, ey, hier geht auch hin. Da müssen wir so einen Santa hin. Ah, hier müssen die Santas hin. Hier müssen zwei Santas hin, ja. Ich hab's auch nicht gesehen. Das heißt, wahrscheinlich sind links und rechts dann irgendwelche Aufgaben. Einmal der Aufzug und einmal hier. Alter, habt ihr die Truhen hier alle gecheckt? Ja. Ja. Ich hab ne... Och, nö. Zauberle. Ich glaube, das geht nicht. Nee, es geht nicht. Ich kann es hier nicht irgendwo hin. Doch. Nee. Das hier ist ein Slimes. Ja, und? Kannst ja, du dann da nicht wieder da hoch? Jawohl. Schaffst du es von hier? Nein, schafft man nicht. Okay, lass zuerst den Aufzug machen. Ja. Das hier ist mir zu hoch. Klar, das müssen wir eh auf mehrere Aufnahmen verteilen, weil das schafft man nicht. Ich denke auch fast. Also okay. Ich drück mal zuerst den Factory Floor, oder?
alle rein. Als erst den oberen. Ja. Okay. Jetzt. Lauf! Hä? Dieser Lift kann nur nach oben fahren, okay. Das heißt, jetzt müssen wir hochdrücken. Futter rein hier. Ja. You can only go up. No, to fix this double diff will not go down. Okay, this der only wird nicht runtergehen. Was steht denn hier? Power Core. Maintenance Pipes. Wir müssen zu den... Ich denke, wir müssen zu den Maintenance Pipes hier. Ja, aber da können wir nicht hoch. Danger inhaled pumps cause temporary weird effects. Was? Stand da. Ich muss einfach nur voll hoch weit springen, also die ganze Zeit springen und irgendwann kommt man da hoch. Weil ich springe immer weiter höher, glaube ich. Nee. Meine Eindungen. Nee. Ja. Du hast sogar immer flacher, habe ich so das Gefühl. Man kommt irgendwie gar nicht so hoch. Echt so doof. Ich habe hier zwar noch einen Heal oder Splash, aber ich weiß nicht, was der kann. Ich habe noch so einen Christmas Spirit. Dann wirfst du und dann gegen alle in deiner Umgebung leben. Ja. Super. Das fühle ich ja ganz sicherlich nicht. Ja und... Oh yeah, Eros. Der Power-Core. Haben wir denn im Moment überhaupt irgendeine Aufgabe? Ja, da hochkommen eigentlich. Echt? Lol. Haben wir die denn als... Was ist denn unser aktuelles Objective? Wir müssen zwei Schneemänner finden. Weihnachtsmänner. Climb through the maintenance tunnels to search for power centers. Alter. Ah, jetzt geht's, jetzt funktioniert's. Was? Was hast du gedrückt? Der ist da unten, der ist da unten. Nein, ja, es ja. Funktioniert jetzt. Jetzt hat's gerade geklappt. Ich habe gerade springen können. Richtig hoch sogar. Achso, dafür brauchst du jetzt auch noch Timing oder was? Ja, wo hast du drauf gedrückt? Ich habe gar nichts gemacht. Da stand doch, auf einmal irgendwo. Ich stand davor, der Roboter hat mich umgeguckt. Ja, aber du hast doch irgendwas ausgelöst. Sven, activate this thing. Wo war das? Lux M Slivy. Der will schon, dass ich das hier mache. Wie hast du hochgesprungen? Wie bist du so hochgesprungen? Es ging, nachdem der Text da gestanden ist. Sven hat aktiviert irgendwas. Ich habe nichts aktiviert. Ich stand da vorne und habe mich umgeguckt. Sven looks like this the maintenance. Futur, komm her. Ich stand hier. Oh, Lux Smiley. Ich stand hier, genau so. Slimy. Und auf einmal stand es da. Ja, aber warum? Ich weiß nicht. Ich denke, weil du es geschafft hast, kam die Nachricht. Und ich wow. Wacke, wie? Alter! Wow! Ich weiß, am Anfang der Stufen ist es so. Ja. Richard! Futur, wir haben's! Richard. Ah, jetzt hab ich's verkackt. So. Du musst ja am Anfang jumpen und dann wirst du voll hochgeburbt irgendwie. Manchmal. Ja, ne? Manchmal. Geht mal doch mal alle raus, wahrscheinlich kann das immer nur einer. Deswegen klappt's wahrscheinlich nicht. Das hat doch jetzt am Anfang so voll weggeballert, oder? Ja. Hey, was war das? Warum konnten die ganz so hoch jumpen und jetzt nicht mehr? Weil ich geh nochmal dahinteren. Ich hab hier so gebackt. Hier so zwischen dem Ding und dem. Lol. Jo, jetzt geht's bei mir auch wieder. Gut, dann mach das mal. Anscheinend sind hier Tripwires, unsichtbare. Jo. Ich komm immer höher, Yes! Markus! Ich hab's gleich! Habt ihr's? Ich brauch noch einen Jump! Ich bin oben! What the fuck, ich hab irgendeinen Speed-Bonus! What the fuck? Ich bin übel schnell! Ich bin richtig übel schnell gerade. Ich sollte mal mein Speed-Schwert weglegen, ich bin jetzt schon viel zu schnell. Alter, ich sneak mich schneller durch die Gegend, als ich normalerweise renne. Ich sneake. Okay, hier steht Harmful Flumes und Effekt. Ja, das ist das, was ich hier gerade eben hab. Das ist Lava. Fuck it. Fuck it, ich bin tot. Ah. Ich weiß, wie es geht. Du musst ich bin oben. Ich bin oben. Versucht mal zu sterben und seid ihr dann hier. Tötet euch mal. Einfach euch gegenseitig töten.
Bist du hier oben? Nein, jetzt bin ich im... Nein, bin ich nicht. Ich bin noch weiter unten. Ja. Jetzt habe ich hier wieder so komische Effekte, Alter. Boah, ich bin schon wieder tot. Ohne Scheiß. Ich glaube, du musst einfach die ganze... Du bist hier einfach so hart auf Droge, Alter. Du bist hier so hart auf Droge. Ich bin wieder in Lava gefallen, Alter. Ich tippe hier. Ohne Scheiß, du bist hier oben so hart auf Droge. Markus, du stirbst jetzt. Alter, weißt du, Sven hat gesagt, dass ich so töten sollen. Lol. Oh, jetzt bin ich ganz... Oh, Scheiße. Oh, ihr seid auf Droge und das da ist Lava. What the... Nein! Du kommst auch nirgends mehr raus. Wenn du einmal in der Lava bist, bist du des doch, Todes. Doch. Hier, weiß, im zweiten Becken kommst du nicht mehr raus. Du bist gefangen. Du musst so warten, bis du verbrennst. Oh, es nee, ist so mies. Zurück. Und ihr solltet nicht euer Speedschwert in die Hand nehmen, weil damit seid ihr echt viel zu schnell. Nein! Das hier schaffe ich ja und das hier ist ja auch kein Problem, aber das hier ist mein. Hier hinten ist nämlich einfach immer nur so ein Block Landefläche, ein Block Lava, ein Block Landefläche, ein Block Lava und das ist richtig mies. Und du, ich... Nein! Hat's Foto geschafft? Ja. Ein Hacker, Alter. Nein! Nein, ja, ich bin aber kein Leben, Leute. Jetzt halt. Oh komm, der letzte Jump ist ja übel. ich hab's geschafft. Yes. Alter, da geh ich jetzt aber nicht runter, ne? Da, hast du die Chest eingesammelt? Ich bin am Arsch. Futter, du Idiot, du hast die Chest nicht geholt. Ja, du darfst doch nicht ganz runter. Hilo Splash habe ich jetzt überlebt! Ich habe auch ein Hilo Splash. Aber Futter, du bist jetzt wieder hier. Schau, hier drüben war eine Chest bei mir. Du rennst in die falsche Richtung, Futter. Also. Scheiße. Ich sterb nicht. Doch jetzt. Töte mich, Markus. Töte mich. Was töte? Töte mich. Du musst ganz viel Anlauf nehmen. Ach du Scheiße. Du hast genau, du musst auf der linken Spalte hüpfen und genau im letzten Moment hüpfen mit Rennen und mit deinem Speedstab. Geht nicht. Okay, Futter und ich probieren dabei hier runterzukommen lebendig. Nein, du darfst nicht ganz runter auf jeden Fall. Ja, ach was. Mein Gott, oh, da ist ein Gang, ne? Oh mein Gott. Ich bin drin. Markus went up in flames. Alter, jetzt haben wir irgend so ein Speedjump-Dingsy. Ah, diese Rohre hier. Diese Rohre sind Tripwire. Ja, ich vermute es mal. Wenn du übers Rohr drüber läufst. Nee, schau, wenn ich hier bin, hüpfe ich sau hoch. Futter, komm mal her. Schau mal hier. Nein. Hey, jetzt immer. Nein. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Das sind diese Rohre. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich wieder... Ja, hier habe ich wieder den Jump, wenn du über die Rohre läufst. Oh, Futter, du musst mal gucken, ob das unten ist. Ja, da unten... ich habe den Weg gefunden. Das hat, jetzt muss ich aber hier wieder hochhüpfen. Aber meine Kiste. Ja, toll. Aber ich bin hier. Ich habe ein Geschenk gekriegt. Ja, wir haben es auch alle bekommen. Oh, ein schönes Bild. Ich bin im Pipe Room. Ja, die Elf müsst ihr finden. Alle neun am besten. Ich bin im Pipe Room gelandet. Kommt ihr auch mal alle? Ah, hier. Ich habe was gefunden. Nein! Geh mal gucken. Ich hab wieder was gefunden. Boah, Futter, du bist so ein Spast, ernsthaft. Steht einfach neben mir und boxt mich die ganze Zeit. Gut, bist du darf ich selber machst du hier. Ja. Hey! Ja, Achso, ein Diamantschwert, Alter. So, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Ist gut, Markus. Chill jetzt. Da ist ein Rätsel. Ja, chill. Alter. Man schlägt nur mit der Faust, Alter. Also wir müssen das Licht also, oben ankriegen. Das war das letzte Water One. Hallo, wir müssen das Licht oben ankriegen. Das Licht? Ja, drück halt Schalter an. Ah, stopp, ja, ich versteh's. Moment, da sind ganz viele. Das leuchtet. Also wir müssen... Oh, wie geil... Alter, hast du das drauf? Wie geil ist das denn? Du musst die Lava... Ah, du kannst hier nicht hoch. Du... Ja, das ist... Nein, das ist Lava. Rechts ist Wasser, links ist Lava. Ja. Die Lava muss in die Lichter reinfließen. Irgendjemand hat es jetzt wieder kaputt gemacht. Gerade eben hat es gestimmt. Nein, stimmt. Lass mal nur einen arbeiten. Nein, links stimmt's nicht mehr. Ja, nein, links jetzt ist wieder falsch. Jetzt ist falsch. Links ist falsch. Nein. Jetzt ist...
Wartet mal, wartet, drückt bei dich die ganze Zeit 10 Lustköpfe. Schaut mal links oben. Hört jetzt doch mal auf! Echt? So kann man das scheiß Rätsel nicht lösen. Also links stimmt jetzt gerade die linken 2, oder? Ja, die stimmen. Und dann muss dann in die Mitte noch eins, oder? Also Mitte. Nein. Futur, könntest du bitte aufhören? Du hast ja links kaputt gemacht. Jetzt ist links richtig. Das heißt, was bewegt... Könntet ihr mal... Ich muss überprüfen, was bewegt. Ich doch auch. Das ist richtig. Das bewegt... Jetzt müssen wir noch das oben machen, dann passt. Okay, wir brauchen den Block da in der Mitte, okay. Da braucht Obsidian hin. Da muss Obsidian. Das ist ja falsch. Falsch. Nicht mehrere Hebel auf einmal umlege. Hey, der muss sich auch bewegen können. Der war falsch. So. Der ist es. Jetzt da kriege ich da Koppel ja, hin. Passt. Jetzt warte mal kurz. Jetzt kommt da auf jeden Fall ein Block raus. Hier steht nämlich Block hier. Also jetzt kriegen wir hier einen Block wegen Lava und Wasser. Juhu! Jetzt ist das Licht an und jetzt müssen wir die äußeren Lichter anmachen, indem wir das da umstellen. Nein, nicht das. Welches war's? Oben links, den müssen wir jetzt bewegen. Okay, linke Seite stimmt. Jetzt muss die rechte Seite noch an beide Wasser kommen. Das müsste dann... Ja, da auch mal oder was macht ihr das hier so? Jetzt ist richtig. Ja. Na, jetzt müssen wir nur warten, bis die Lichter alle angehen. Aber warum ist rechts kein Licht an? Da ist doch Wasser, nichts oder? Nichts dauert. Ja, da. Links mal. Jetzt, ja, jetzt alle anziehen jetzt. What the fuck? Ja, und weg die Sau. Ich hab ein Power Center. Find your way back to the Power Core and place the Power Center on the Power Bay. Jetzt müssen wir wieder zurück, oder was? Ja. Weg zurückfinden. Nicht lesen? Ja doch. Ich will nicht wieder zurück. Oh nee. Wir haben alle 50 Candies bekommen, das war gut. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir zurückkommen. Komm jetzt. Du musst nach oben. Glaube ich, du musst nach oben. Ja, nach oben müssen wir. Problem. Aber ich hab's nicht geschafft. Oh, ich auch nicht. Kriegen wir Jump Boost? Hier irgendwo? Ja. Ja, dann sind wir am Arsch. Ja, und man hat wieder zurück, wenn man... Och, nee. Haben wir hier einen Jump Boost? Nein, haben wir nicht. Oh, Scheiße. Hierhin komme ich. Aber ohne Jump Boost bringt das nichts. Ja, aber höher komme ich nicht mehr. Okay. Null. Hä, wie aus dem Wind? Jetzt wartet mal, vielleicht haben auch diese Schilder hier noch irgendwas zu sagen. Weil hier ist ein Pipe Room. Ah, hier ist auch Pipe Room. Das Ding ist explodiert. Wie sollen wir da jetzt hinkommen ohne Jump Boost? Gute Frage. Hey. Ja, die Map hier ist schon echt... Gut, bis jetzt ist ja alles gegangen. Ja, man muss sich aber echt gut überlegen, meine ich. Ich denke auch, dass es hierfür wieder eine Lösung gibt. Wir haben bisher für alles eine Lösung gefunden. Wir haben halt immer ein bisschen gebraucht. Also, hierhin komme ich. Aber wie soll ich jetzt da hochkommen? Ich habe meine Rüstung verloren. Ja, weil ihr euch die ganze Zeit gegenseitig prügelt. Indem ihr einfach Slash Kill macht, würdet ihr eure Rüstung nicht verlieren. Kann ich nicht. Könnt ihr nicht? Nein. Ging das? Nein. Nein.
Jetzt müsste es gehen. Yep. Futur killt Futur. Auch nicht raus. Kommen wir nicht rüber. Da ist eine unsichtbare Wand. Ich habe hier auch schon geschaut, ob hier irgendwas im Wasser ist. Aber ja, schon. Ja. Aber vielleicht drüben in der Lava. Da oben ist Nebel. Nee, das ist eine Lampe. Und unten in der Lava ist auch nichts, ne? Nö, ja, ich sehe nichts. Ich kann mir da hoch dann. Ich denke, das ist, weil wir hier verreckt sind. Das könnte sein. Was? Dass sie deswegen hier so scheiße dran sind, weil wir hier verreckt sind. If you're gonna cheat. Ja. Ich schaue nur gerade, ob wir hier wieder irgendwo zurückkommen. Also hier war eine Sackgasse. Hier oben war übrigens eine Chest. Die hat schon irgendjemand von euch gehabt. Hä? Aber hier, stopp. Hier, hier hast du, soweit ich weiß, wieder Jump Boost, ne? Ich habe gerade Jump Boost bekommen, wo ich runtergesprungen bin. Was? Wo? Ja, oh, ja. Hey, du hattest einen Jump Boost. Ja, wo ich von dem den Block da, diesen hier, einfach runtergesprungen bin. Schade, wo du auch gerade Jump Boost gehabt. Kurz. Aber es hilft uns beim Scheiß. Ist doch kein Jump Boost hier. Wenn du vom ersten Block, vom grünen Block da runterspringst, dann kriegst du einen Jump Boost. Ich wurde Fotograf. Nee, das ist automatisch, wenn du aus großer Höhe auf den Block aufschlagst, dann fliegen wir halt hoch, fertig, komm. Ich check's nicht. Ja, aber ab hier müsste es ja wieder gehen. Theoretisch müssten wir hier den Jump Boost. Das habe ich dir doch vorhin gezeigt, ne? Du musst da auf Game Mode 1 gehen, ne? Ja. So, jetzt. Ja. Aber wie oder was wüssten wir jetzt auch nicht, so. So, alle wieder herkommen zu mir. Ihr seid schon längst alle creative. Seid ihr alle bei mir? Nein! Ach, nein! Wusel, schaffst du es jetzt nicht mehr hier reinzufliegen zu mir, oder was? Emo 2. Passt wieder. So, hier hat sich. Ich bug im Boden! Tust du gar Tötet nicht. Mich. Du stehst hier. Tötet mich. Danke. Nein! Vielleicht ist da unten doch ein Weg und wir müssen gar nicht hier wieder hoch. Aber hä? Weil hier haben wir jetzt auch keinen Jump Boost, wie wollen wir hier hochkommen? Also wenn ich von oben runter springe, habe ich Jump Boost bekommen. Okay, hoch da, hoch da, hoch da, da, hoch da, da. Da oben müssen wir, also da ist ein Weg, da unten. Jetzt. Oder nicht? Eigentlich ist da ein Weg drin. Haben wir Jump Boost? Das Foto hat jetzt Jump Boost. Ist Jump Boost. Ich auch. Ich auch Jump Boost jetzt. Warum habt ihr jetzt Jump Boost? Ah, jetzt habe ich nicht mehr. Nein. Hä, was ist das hier? Doch, ja, jetzt zeige ich doch, da ist was. Da war ich eben auch schon ein bisschen gestorben. Okay, das ist nichts. Das ist nichts, da ist nirgends. Ja. Nee. Hä? Aber ich habe hier auch keinen Jump Boost. Also vorhin da hatten wir Jump Boost gerade eben. Da also ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach zu dem Power Ding zurück und setzen hier. Es hin. Schau, hier hat man Jump Boost. Ab da. Ja, wo? Stimmt, jetzt hast du Jump Boost. Ab hier hat man Jump Boost. Ja, komm, wir fliegen hoch, es dauert zu lang sonst. Ah, ich check's nicht. Wir sind einfach zu lappen. Nein, ich habe keinen Jump Boost irgendwie. Das hab ich auch nicht mehr. Oh Leute, Leute. Okay, Leute, ich check das nicht. Ich gebe auf. Ich auch. Jetzt habe ich gerade Speed Bonus. Ich auch. Ja, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir hier runter. What the fuck? Okay, schnell. Am Ende ist richtig Tetchup Pack. Also ich weiß jetzt auch nicht, was da verkehrt ist. Aber egal, wir haben den ersten Power Center. Pappen ran und dann machen wir mal einen Cut, oder? Ja, die Cuts will ich im Nachhinein setzen, weil ich glaube, wir nehmen jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde auf, da brauchen wir jetzt keinen Cut setzen. Ja, nee, ich meine, wollte ich noch weitermachen? Ja, so, natürlich. Ja, nehmen jetzt weiter auf. Gut, dann machen wir so weiter. Komm. Power Bay oder Power Bay?
Und jetzt? You did it! You did it! You did it! You did it! Sorry, it's been a long time. There is one slight problem though. You may have just activated the security measures, but no biggie. You may have a few psychopath security numbers after you. The rest I can do is shut them down, but won't stop the security measures. But you can handle that, right? Oh, bleib hier, bleib hier. I knew it! Bleib hier. Bleib hier. Store before the systems can become operational. Try finding a way down to the sorting facility. What the hell? Right. Sure, there's one line around there. Yeah, it's a good one. Better. What are you waiting for? Nanobot. What the fuck? Oh, ich bleib hier. Lauf! No. Ich komm nicht raus. What the? Sorry. Im Game Mode. Ja. Nein, es kann keiner im Game Mode sein. Wenn das Glas kaputt ist, kann schon. Einer ist down, zwei ist down. Geht auch im Adventure. Oh, ja, scheiße, hier lassen Ding Gift reingefallen. Nicht in der Nähe bleiben. Ja, stimmt, wenn ich sterbe. Das sind Zombies. What the fuck? Hinter Alter, euch. Der hier Boss. Hat Nanobot Boss. Ich will das Schwert. Ja, bleib weg von ihm. Der, wenn dich einmal anhittet, dann bist du am Arsch. Nein, der braucht zwei Schläge. Ja, oder zwei dann halt. Der droppt aber eine Healing Bo- What? What? Zwei Schläge. Der fistet einen auf einmal schlagartig voll weg. Alter, wie viel hat der? Wie viel hat der, Alter? Ich hab Angst vor dem Ding. Was soll ich jetzt? Ich hab ihn. Markus hat das Schwert bekommen. Yeah. Was bringt das? Schärfe 2 hat Burger 2. Ah, plus 8,5 Angriffsschaden. So, warte, irgendwas hat der von Tube gesagt, wie es funktioniert. Mal gucken. Oh, warte, Futur. Das ist halt so witzlos, weil jetzt muss ich das ganze Jump'n'Run wieder machen. Nein, töte dich und dann bist du hier oben. Nein, ich will nicht die ganze Zeit cheaten. Dafür ist die Map nämlich nicht gemacht. Akkus, High Five. Junge. Ben muss das nochmal machen. Wer keinen anderen Power Sander. Wofür das kann ich wohl nicht cheaten? Ja, ich cheat ja nicht. Ich hab dich da auch runtergeholt. Das ist ja kein Cheat, ich hab dir Nachteil verschafft. Alter. Ich muss dieses scheiß Champion Dragon gerade noch mal machen. Es fuckt so ab und ich hab's. Ja gut, ich bin tot. Komm mal kurz, lass weitermachen. Der braucht doch verdammt. Ich denke, jetzt müssen wir den Aufzug benutzen. Ne? Mhm. Ich bin Sven, ich bin ein Möschen. But did you read the sign? This lift will not down and can only up. Ja, aber wann, was bringt das uns? Das ist die große Santa-Frage. Santa-Frage? What the fuck? Ich hilf mir in die Sorting-Dinger rein. Ja, wo ist der? Hä? Bin ich auf einmal irgendwo... in einem Lager mit Geschenken gelandet gewesen. Was ist denn unser New Objective? Tubes are now activated. Höher kann man den Chat nicht scrollen, oder? Nee. Das ist das Letzte. Die Tubes sind jetzt aktiviert. Welche Tubes? Was ist jetzt aktiviert? Ja, die Aufgaben standen oben, bevor wir die ganze Zeit verreckt sind. Warte mal, die Dinger sind verschwunden. Was für Dinger? Ah ne, die sind da hüben. Ist da hinten noch die Tor auf Maintains? Also hier ist der einzigste Weg runterzukommen, sagt er. Also müssen wir auf den Christbaum. Also auf Maintains hier ist noch zu. Da oben ist noch ein Kontrollraum.
Ja, da gehe ich auch gerade hin. Da oben ist eine verschlossene Tür an den Kontrollraum. Ich bin jetzt davor. Observer Otis, not to Jeff. This is not the power core, silly. Hä? Ich bin jetzt gerade hier oben bei diesen Dings da. Jetzt bin ich nicht mehr da oben bei diesen Dings da. Officers. Overseas Officer, no Chef. Da ist ein Knopf, ich glaube. Wir müssen da rein. Wo? In den Raum, da ist ein Knopf drin. Da wie man da reinkommen soll. In was für einen Raum? In den Raum müssen wir rein da oben, aber wie wir da reinkommen, das weiß ich noch nicht. Wo ist denn Futur? Weiß man, wo ist. Ja, da unten. Ja, in den Raum da oben, da stand ich gerade an die Türen schon, aber die Türen sind zu. Ja, aber da müssen wir rein. Da ist ein Knopf drin. Da ist ein Knopf und... Windows. Hier sind die Fließbänder. Das heißt, wenn du in diese Tubes da reinhüpfst, ich probiere die jetzt alle drei aus. Nummer 1, du stirbst. Da ist auch nix. Tubes, was sind Tubes? Dinger. Stand es nicht Blöcke. Hier auf denen drauf? Ja, Sorting Tube. Presence rule the sort. Das heißt, wir müssen in diese Tubes hüpfen. Denke ich. Aber da stirbst du doch. Ja, bei dem ersten, ich habe noch nicht alle ausprobiert. Ich gehe jetzt mal hier rein. Einer von euch müsste noch in den da reingehen. Ja, ich komme. Ich gehe jetzt hier und du müsstest hier, wo ich gerade stand, reinhüpfen. Hüpf du mal da rein? Jo. Tot? Geschenke kommen dann. Was? Ich bin dann weiter gefallen wie sonst. Ja, ich bin auch bei Geschenken gefallen. Ich bin auch gestorben. Muss irgendwas geben, was uns irgendwie meldet. Please take care, Power Core. Alter, ist das ein bisschen jetzt kompliziert. Also, entweder stellen wir uns so richtig bobbyhaft an, oder... Hey, haben wir noch nicht einmal unsere neuen Aufgaben gelesen. Das war halt der Mist dabei. Sewing to present the world to sort. Doch, mit dem Mausrad kannst du scrollen. Ach, das geht? Ja, aber auch nicht ewig. Viel zu weit, aber also unsere Aufgabe können wir lesen. Aber meine Maus scrollt irgendwie die ganze Zeit nach oben anstatt nach unten. Ah, da. Tipp Nanobots. Nanobots attack in small ways and do very little damage on their own. When Nanobots die, they release toxic. Or, das hatten wir ja auch. Mit dem Gift, das die werfen und so. Scroll, Alter, meine Maus scrollt die ganze Zeit nach oben anstatt nach unten. Was ist das für eine Scheiße? New objectives. Work your way down to the sorting facility. Wir müssen nach unten in die Sortieranlage. Immer ja. Didn't you read the sign? Welche Sign did? Note to fixer, stupid lift will not go down. Wir müssen irgendwie nach unten. Treppen gibt's hier nicht oder so, ne? Nö. Okay, wir müssen irgendwie in den... tiefer runter. Vielleicht müssen wir gleichzeitig zu dritt vielleicht in diese Dinger reinspringen. Ja, das können wir auch mal probieren. Das könnte ja... kann ja klappen, weil man weiß ja nie, ne? Ja, okay, dann lasst mal alle drei zusammen ins erste. Mehr Hüfte. Sterben können wir nicht, also. Wir sind schon oft genug gestorben. Wenn ihr bereit seid, ne? Dann... Ja, ja, sofort. Ich guck nur kurz, ob da irgendwo noch Marco, irgendwie... Marco, wo bist du? Ich bin ganz rechts. Da hinten. Du musst es doch was geben, das kann doch nicht sein. Foto geht zum ersten hin, ne? Ja. Okay, auf drei, ne? Drei, eins, zwei, drei.
Ja, ich lebe. Hä? Lebst du? Ich lebe, ja. Gut, dann müssen wir alle ins Erste hüpfen. Ja, aber da hockst du unten drin und kommst nicht weiter. Ja, und wir sind gestorben, also ist dein Weg scheinbar schon mal besser. Aber da ist nichts. Ja, ist doch gut so. Irgendwas muss da sein. Wenigst irgendwas. Da, ich sehe Fudo, der ist irgendwo ganz weit da hinten. Der ist auch nicht geradeaus runtergefallen, sondern er wurde nach vorne tippiert. Ja. Bleib da, wo du bist, Fudo, und beweg dich nicht. I'm gonna die. Fudo steht bei mir noch. Ey, what the fuck? Jetzt bin ich tot. Lol. Ah ja, wenn mal... Das war einfach zu viele Befehle auf einmal. Okay. Man fällt dann auf die Geschenke und ist tot. Ich bin gerade beim schwarzen Ding gelandet. Ja, ja, da war doch irgendwas Befehle. Mit Nanoschuss gestanden, oder nicht? Der ist Nanoschuss? Klar. Boss erschlagen, Boss. Gut, stand doch da. Nanobot, Boss erschlagen. Nanobots attacking some ways, Nanobots, Nanobot bosses are much slower. New objective, work your way down to the sorting facility. Unter dem Tisch ist Feuer. Ja, das ist da auch schon immer. Achso, okay. Sag ich nicht. Wusste ich nicht. Doch, so, das ist work auch schon... your way down. Hier muss es irgendwo was geben, wo wir nach unten kommen. Arbeite dich nach unten durch. Also nach unten, ihr müsst irgendwie nach unten kommen. Durch die Ecke, aber da. Da oben steht ja, this is the only way down. Und dann hüpfst du auf diesen Baum. Genau. Und von diesem Baum kommst du hier runter. Oder ist auf dem Baum irgendwo ein Knopf? Nee. Das heißt, du kommst hier von dem Baum runter. Wenn du zu nah ans Feuer kommst, stirbst du. Ah, hier, im VIP-Room. Ja. An der Tür steht irgendwas von Stairs to Power Sorting Room. Wo bist denn du? Hier, an dem Schild. Schilder. Stairs to Power Sorting Tubes. Ganz vorne. Markus, ich seh dich. Ah, da hinten. Muss es hier irgendwo Knopf geben oder was? Das wussten wir doch schon. Ah nee, das sind Pfeile. VIP Room geradeaus. Was ist... Achso, du hast die Kiste geöffnet. Stairs to Power nach rechts. Sorting Tubes nach rechts. Sorting Tubes. Presence for through... Aber warum fährt dieser scheiß Aufzug nicht nach unten? Die Lösung ist doch so einfach, wenn dieser scheiß Aufzug fahren würde. Ja. Oh Mann, diese Map überfordert mich hart. Wir haben eine Kiste gefunden. Mit Geschenk. 11. Ja. Wo ist denn die Kiste jetzt gefunden? Unterm Baum. Wo lauter Geschichte. Dinger. Geschenke. Closed for maintenance. Note to fixer. Please fix this. Ja. Okay. Und was soll man fixen mit was? Ja, das ist ja das. Ich kein Essen mehr, Alter. Ich auch nicht. Ja gut, dann stirbt ihr. Das ist ja kein Problem eigentlich. Irgendjemand frisst hier doch die ganze Zeit. Ja, ich habe gerade vorhin das Fleisch gegessen. Ich auch. Ich wollte mal 3 Melonen nicht golden. Es muss doch irgendeine Lösung geben, da drin Alter. Ist wirklich ein Knopf. Sorting Tube 8? Ne, 3. Mhm. Ich dachte 8, Alter. Was sind 3? Ne, es sind 1, 2 und 3. Es muss auf jeden Fall irgendwas mit denen sein. Muss ja irgendwie sein, irgendwas, ne? Ja, ich denke auch. Weil es würde ja keine Lösung geben dafür. Wir müssen, glaube ich... Ich glaube, wir müssen die Dinger hier in Bewegung setzen. Oben ist alles voll mit Redstone. Ich vermute, dass die Dinger funktionieren. Aber das mit dem Film müssten wir in den komischen Raum da rein, glaubt mir. Ja, aber in der Raum, ja, ich war gerade wieder oben, ich komme in diesen Raum nicht rein, das sind ja Eisentüren. Was ist das für ein Ding da hinten, was für ein, hier in dem bunten Glas? Habt ihr schon das Schild gelesen? Person one down tubes into the sorting area, ja ne? Ja. Ja, da steht der Tubes into the sorting area sind nach rechts.
Gleich ein bisschen ins Feuer. Close for main entrance, warping room. Hast warp? Ja, genau. Warping also das ist die große Tür, aber das bringt uns ja auch noch nichts. Hä, warum sind da mehrere? Was wäre? Oh ne, okay, ich habe mich geirrt. Passt schon. Hier kann man nichts machen. Wir müssen irgendwie versuchen, da irgendwie zu überleben. Außen ist ein Schneemann mit dem Schild. Wo? Was? Schneemann mit dem Schild? Ja, ja, da. Nach hinter dem Fenster. Da steht was, ja. Ah, das können wir nicht lesen. Wie wir alle die ganze Zeit in diese scheiß Trujups hüpfen. Er freckt in allen drei, das haben wir jetzt auch schon festgestellt. Also hat jetzt wirklich keiner ein Power Center mehr. Nee. Right. Did you not redesign the lift will not go down, can you only get up? Ja, auf dem Schild vor dem Aufzug. Warum leuchtet hier echt ein Licht? Auf dem Schild vor dem Aufzug steht nämlich, dass wir als Fixer das machen sollen. Dieser verrückte Aufzug nicht nach unten fallen wird, dieser blöde Aufzug. Dieser super magical lift. Und der obere Knopf tut ja auch nichts. Also ich verstehe hier echt nur Bahnhof gerade eben. Das sehe ich nicht, aber das ist ja das Spannende, aber... Also Leute, ich würde sagen, wir suchen jetzt einmal weiter nach einer Lösung und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir irgendwas gefunden haben. Bis gleich. So, Leute. Ich jump. Ich habe überlebt. What the fuck, ich habe überlebt. Juhu, ein Hoch auf Sven. So, weitermachen. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben das Scheißrätsel gelöst. Wir sind einfach gerade 10.000 Mal in diese komischen Tubes gehüpft. Und jetzt haben wir rausgefunden, einfach nur in Tube 1 hüpfen und mal überlebt. So einfach wäre es gewesen. Also Tube 3 natürlich. Dann haben wir gerade eben hier schon unser Easter Egg reingeworfen. Und zwar das Christmas Spirit. Wir waren nämlich gerade eben schon einmal unten und hatten die Aufnahme angeworfen und haben uns hier reingeworfen. Dafür haben wir 200 Candies bekommen. Oh, cool. Oh, ja, yeah, 11. Okay, wir haben schon 4 von diesen... Und ich habe Bescheid gefunden bei dem... Ja, ich keine Ahnung, was ist. Ja, aber stopp. Soll ich drücken? Nee. Stopp. Oder nichts drücken, bitte. Hier geht mal... Hier passiert nichts. Da kannst du nichts, du musst deine Schuhe rausziehen. Hier passiert nichts. Und da drüben ist aber noch eine Tür. Ja, Holztür. Ah, Sache. Elf Reservoir. Und Department. Hier wette ich mit euch, ist die Storage Room. Ach du Scheiße. Houston! Wir lohnen, halt! Wir lohnen ohne Ende. Steuererklärungen ohne Ende. Leere Flasche. Mal alle Diamond Swords rausschnecken. Alle Diamond Swords, jo, läuft bei dir. Alle Diamond Blades. Hä, wir haben gerade irgendwas 50 bekommen. Achso, weil Futur Get Protection genommen hat, haben wir alle 50 Candies bekommen. Also gut, wir haben das in dem Raum gefunden, was wir finden mussten. Jungs, da, ich schmeiß es euch hin. Eins. Sven, ist auch was? Bin vor der Tür. Ein Eisenschwert. Eisenschwert habe ich schon. Aber die auf unserer Platte ist natürlich geil. So, hier wieder. Manager Lock, für dich Sven. Ja. Alle. Noch nicht. Ich will noch die ganzen Candies absnacken hier. So, da. Hab ich wieder ganz die Candies bekommen. Also jo. Das Ding hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir doch hier gegangen sind. Sind wir ganz nah an unserem super pornonösen Schwert dran? Naja, die haben die Hälfte. Bisschen mehr. Da drüben ist noch eine Kiste. Und zwar hier Peanuts Lock, right so. Jungs, nicht... Pass auf, das ist ein Knopf gewesen. Okay, er hat genug von der Arbeit hier. Foto, ich glaube und nicht, dass alle du lache bist. Immer und mache hier Weihnachtslieder. Und eigentlich erstens sollte es hier keinen Spaß geben. Tu es nicht, Foto. Zweitens wurde die Regel gesagt, dass man hier nicht
keine Musik hören darf. Drittens, man darf hier nicht singen und so ein bisschen tanzen dürfen sie, aber nur so Standardtänze. Sie dürfen nicht lachen und irgendwie nicht in den Gängen rumhängen. Also der wollte scheinbar die Produktivität hier von. Der ärgert mich schon hier ein bisschen. Soll ich mal drücken? Nein, ich hab noch 8 Schüsse, um die 4 Ziele zu treffen. Du schießt gar nicht. Doch, Futur, nein, Futur, nein, einen. Lass es jemand machen, der es kann. Einen. Okay, einen. Wir haben 8 Pfeile, also. Also wenn du verschießt, ist der nächste dran. Ja. Alter, das da hinten wird schwierig. Schafft er nicht. Voll. Das da hinten wird richtig schwierig. Verkackt, nächster, Markus. Ich brauch Pfeile, ne? So, Kamera steht. Wenn. Yes! Yeah, 50 Candy! Oh, what the fuck? Was hab ich gemacht? Zombies! Ich hätte euch mit meinem Diamond Schwert, wenn ich euch hätte. Wenn. Ich hätte euch mit meinem Diamond Schwert an. Alter. Oh. Wartet mal auf mich. Das ist pornös. Was? Bin gequinched worden. Ja, bitte. Gequinched. Oh yeah, Rotten Flesh, Alter. Das ist ein geiler Scheiß. Ey, ist da noch irgendwas? Der richtig geile Scheiß. Also in Cube 1 muss ich reinspringen. Also in den ganz... Wenn du hoch gehst, die Stufen gleich in den ersten. Ey, da hinten ist noch was. Da ist ein Schild oder so. Da. Oder wo bin ich jetzt? Keep out danger. What? Jetzt wurde ich TP'd und ich habe überlebt. Du musst mich mal teleporten. Hä? Warum wurde jetzt ich TP'd und ich habe überlebt? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, das war gerade... Auf jeden Fall, du bist in die richtige gehüpft. Die hier wäre es gewesen. Gut. Weiter geht's. Jetzt müssen wir in den Schlitten oder den Knopf drücken. Ja, ich würde erstmal den Knopf drücken. Ja, warte, bis wir da sind. Ja, warte, ich will gerade noch gucken, ob hier irgendein Geheimnis in der Geschenke-Sortieranlage ist. Nein, die haben wir jetzt schon alle. Mehr Geheimnis wird es nicht geben. Ich muss wieder ganz viel fressen. Ja, ich bin gerade fressen. Ich auch. Wenn man frisst, kann man nicht rennen. Drei. Nein, du drückst gar nichts. Jetzt habe ich meinen Speed hier. This guy's on speed. Okay. It's rather motherfucker. Darf ich? Oh. Es ist schon gedrückt. Geil. Geil. Ja, jetzt Schlitten fahren. Gut, okay, mal in den Schlitten. Oh ja, ich mag Schlitten fahren. Darf okay. Ich? Nein. Okay, ich muss jetzt hier erst F1-Modus und let's go. Wow. Hört jetzt auf? Wow. Krass. Jetzt das nochmal jetzt. Ja. Krass. Alter. Geiler Scheiß. Krasser Scheiß, Alter. Gut, dann ich glaube, wir müssen laufen. Da war hinten was. Keep out dangers. Egal. Dann sterben wir halt. Wir wurden gerade schon von irgendwelchen Lebkuchenmännchen angegriffen. Mehr kann ja wohl nicht mehr passieren. Lebkuchenmännchen. Alter, Lebkuchenmännchen, das Schlimmste, was uns passieren kann. Was für ein Scheiß. Alles so schön gemacht gewesen mit dem ganzen Zeug und dann so ein Bullshit, dass man laufen muss. Keep out danger. Das ist jetzt wirklich... Ja. Da oben ist was, ein Haus, Häuschen. Ja, da kann man hoch, hier. Ja. Bruder wahrscheinlich, oh, da weiß es. Ja, das wussten wir schon alle. Ich hab mir gedacht, der wusste nicht, wo wir angegangen sind. Ich war in der Nase da. Ja, wie kommt man da jetzt hoch? Ja, gar nicht, ne? Ja, scheint nicht zu, dass wir dann noch müssen. Wir kommen bis hier. Ja, schon wieder so eine Stelle, wo man nicht weiterkommt, ist doch behindert. Ja, da. Soll irgendwas geben muss hier. Ich sag ja, der Schlitten. Wir haben die andere Stelle auch gelöst. Muss der Schlitten, muss das sein. 100 Pro, dass der Schlitten sich bewegen muss, wie die Bahn eben. Ja, aber das Ding hat doch auch funktioniert. Das mit den Cubes, wir haben es nur nicht geblickt.
Vielleicht ist hier auch irgendwas, wo wir hingehen müssen. Gibt's das doch jetzt nicht. Leute, kommt mal her. Ja. Ich habe hier ein Loch gefunden. Da führt ein Weg auch nach. Wo bist du? Hinten mir. Hier. Ja. Hier bei Keep Day Out Dangerous. Achso, da hast du einen Weg gefunden? Ich kann nicht mehr rennen, ich bin da verhungert. Sau schwer zu sehen, Alter. Alter, stimmt, da. Ja, ich sag doch hier, hier sind überall die Rätsel-Lösung. Nur wir sehen sie aber nicht. Ah, da ist ein... I gotta die, ich glaube ich sterb. Nein, ich sterb doch nicht. Alter, ja, was Alter, jetzt? Stellt euch halt alle ineinander, Leute. Ohne ja, ja, Leute, Alter, was ist das, ey? So Leute, irgendwie buggt gerade die ganze Map so ein bisschen. Ich war jetzt gerade hier und hab mal hier die Blaze Sword eingetauscht gegen einen Power Center. Ja. Damit würde ich sagen, fahren wir jetzt mal wieder alle zusammen mit dem geilen Aufzug hier nach oben, weil ich habe so das Gefühl, der Schnitten ist wirklich nur Deko. Weil den Power Center bekommen wir da in der Elfenbar. Wo kommst du? Alle in den Aufzug. Jo, also die Map ist leider noch sehr buggy. Wisst ihr auch selber nicht warum. Man muss ja, allerdings ja. dazu sagen, dass die Map auch erst seit wenigen, ja, Wochen raus ist. Ich glaube erst seit Anfang Dezember. Ah, okay. Und da kann schon noch hin und wieder ein Bug entstehen, der erst auffällt. Vielleicht wurde die im Einspielermodus getestet und wir spielen jetzt Multiplayer und so. Das sind alles so Kriterien, die halt was verändern können, sag ich mal. Wir haben ja. jetzt auf jeden Fall hier den zweiten Power Center und an der Stelle gehen wir mal ganz normal weiter. Wow, you are proven to be one useful elf. You see, I wasn't sure about awakening you for this Christmas adventure, but now I'm always certain we can make this a Christmas to remember. Now, there is just one thing we need to do before Christmas is ready. Have you guessed what it is? No? Well, we need to activate the production line, of course. Now we have full power, we can find our way up into the overseer's office and turn on the production line. Remember, all of this is down to you. And the last steps are in your hands. Boah, Dämmer mit seinem Mikro. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch in diese Office, die wir vorhin schon gefunden haben. Und ich weiß ja zum Glück schon, wie man da hinkommt. Ja, was seid ihr? Unten. Du blöderweise habe ich nicht genug Essen, um da jetzt hochzuspringen. Das ist jetzt ein Scherz. Was seid ihr? Ja, ganz Durchlauf auf die andere Seite der Halle. Ich dachte, ja, das könnte reichen. Dankeschön. Ja, jetzt sind die Türen. Aber wir haben das mit dem C4 haben wir nicht gemacht und ja, ich sage, das ist irgendwie noch ein bisschen buggy. So ein bisschen buggy, auf jeden Fall hat es jetzt hier geklappt. Replicator Blaze Block Power Switch. Erstens das, zweitens das. Geil, ah cool, die Dinge laufen jetzt, was ich gesagt habe, die Fabrik läuft jetzt wieder. All four systems now online. You did it! You finally managed to save Christmas! Well done! You should be happy with yourself! Managed to blindly follow instructions from an ominous figure without giving a single question in the You see, my young elf, I'm just like you! I was full of Christmas spirit, but I was weak and old. The elves knew I didn't have much time. We started experimenting with cryogenic capsules, very much like the one I awakened you from. But when this didn't work, we had to go do something drastic. So my very existence was uploaded to an AI core, courtesy of Decimal Technology.
But after a while it wasn't enough. With all my calculations and algorithms, I could only draw one conclusion. That all children should be deemed as bad. The elf shut me down before I can put my plan into action. But thanks to you, I can see everything once again and control everything within these walls. You see, you are the one that has allowed me to rid of all the children in Minecraft, the elf. That's enough. I have no need for you anymore. Nanobots, take care of this fool. Schlimm. Okay, Endboss. Oh, wir haben keine Waffen. Geschaut. Ja, ich schon. Hier, ich habe eine Schärfe 1 und 7, 2, 5 habe ich eine. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus. Ja, ich streite euch drum rum. Leute. Ja? Das ist vorbei. Wir haben irgendwas falsch gemacht, deswegen war das Bett gestanden bestimmt. Der Weihnachtsmann war nicht gut. What the? Ja, ich hab nochmal auf den Tür. Escape. Down the... Da, Nano Boss. Bones. Töte ihn. Oh ne, what the fuck. What the fuck, der killt uns. Ich hab doch eine HP. Stirb! Irgendwas haben wir, glaube ich, verkehrt gemacht. Nein, 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 das ist alles richtig. Der Weihnachtsmann war von Anfang an böse. Ah, Weihnachtsmann ist böse? Der Weihnachtsmann ist böse. Das war nicht der richtige Weihnachtsmann. Er hat alle auf die schwarze Liste gesetzt. Ja, somit kriegt keiner mehr Geschenke. Deswegen haben wir jetzt überall C4 Blöcke. Der will die Welt zerstören. Oh, wir brauchen noch ein paar Dinge, dann können wir uns das Pornoschwert kaufen. An der Stelle, Leute, haben wir leider es nicht geschafft, Weihnachten zu retten, sondern wie ihr seht, wird hier C4 verpackt für die Geschinde, so wie es aussieht. Geschinde. Für die Kinder. Und darum würde ich sagen, wird wahrscheinlich alles in die Luft gejagt und Weihnachten wird dieses Jahr kein Erfolg. Aber zum Glück, Leute, ist Weihnachten schon rum. Ihr habt hoffentlich auch alle überlebt und hattet kein C4 in eurem Päckchen. Die Map war ein bisschen buggy, aber ich schau mal, was ich draus machen kann als Folge. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal vielleicht mit einer Map, die mit weniger Bugs hat. Vielleicht wird es mal wieder eine etwas ältere, die sich schon bewährt hat. Und damit würde ich sagen, Servus und Ciao.